Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry. Wir hatten in der letzten Folge, Ich danke dir vielmals. Ich genau war in das Atem vor gemacht. Glück. Aber Auf etwas war jeden noch nicht. Fall weiß ich aber, Ja. dass ich ein Ja, Problem habe, natürlich. nämlich ein Geldproblem. Ich habe gerade wieder Munition gekauft, das war jetzt aber nicht so übermäßig viel, da ich ja noch was habe. Das Problem, wie gesagt, ist aber, ja, ich habe kein großartiges Geld, deswegen denke ich mal, dass wir ja bei Aufgaben Geld kriegen. Da werden wir mal Richtung den ersten Außenposten uns begeben, damit wir auch mal ja ein bisschen Geld ran schaffen können, weil ich habe nämlich noch einen anderen Grund, der da lautet, dass ich nicht weiß, inwieweit ich nach dieser Mission, die ich jetzt machen werde, mit den Reisfeldern, die schon seit 1000 Jahren auf uns wartet, inwieweit ich danach schon auf die andere Insel muss. Kann ich jetzt nicht sagen. So, das heißt, dann hätte ich ja alles, was hier noch offen ist, müsste ich ja dann im Nachgang machen. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, deswegen mache ich es lieber jetzt. Dazu gehört, wie gesagt, auch diese nette Aufgabe hier. Beziehungsweise sind wir gerade an einer Kiste vorbei. Gerade eine Kiste. Yeah. Das ist das Richtige für mich hier. Unglaublich. Und ein bisschen MP-Munition braucht kein Schwein. Ich habe nämlich keine MP. Ich muss mal schauen, auf welchen Tasten ich was war. Flammenwerfer auf 1, Granatwerfer auf 2, Schummgewehr auf 3 und das Scharfschützengewehr auf 4. Aber gehen wir mal auf die 3 und schauen mal, was wir hier tun müssen. Tun. Irgend so ein Typen. Ach, 175. Eine Form, Drogen, Töten, Messer. Gut, das reicht doch als Info. Schauen wir mal nach, wo wir hin müssen. Sehr schön, wir haben sogar ein Auto. Mobil. Irgendwo hier rumstehen. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, auf der einen Seite, weil wir gerade beim Thema Autofahren sind, denke ich mal, es ist auch ganz cool zu sehen, wie ich Auto fahre, weil ich da auch gerne mal fail. Das ist ja meine Intention des Let's Plays hier bei Far Cry und DayZ. Ich bin total am Ablusen, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, na gut, es ist zwar so, dass ich die Autofahrten eigentlich nicht zeigen darf wegen der Musik, und da kann ich halt den Sound vom Auto stumm machen. Ich hoffe mal, das hält man noch aus, dass man nur mein Gerede hört. Das ist bestimmt schlimm für manch anderen. Es könnte böse Nebenwirkungen haben. Ja, die Kiste fährt viel zu schnell. Scheiße, Dreck. Ja, geht er doch. Ja, es sind sowieso kleine Nähe. Da irgendwo. Ach, jetzt kommen wir gleich ins Gebiet. Sieht man ja an dieser netten gelben Markierung. Da parken wir mal hier drüben. So. Jetzt rennen wir mal rein. Wir müssen hier den Typen mit dem Messer killen. Ich glaube, wir machen es jetzt mal auf die einfache Art und Weise. Ich wollte mein Sturmgewehr. Das sieht nämlich cool aus. Ich wollte C, genau. Wie komme ich denn auf. Was hatte ich denn gedrückt, dass ich jetzt. Ja, kennt ja, ich habe ja keine andere Tastatur als ihr, also müsst ihr mal schauen. C liegt neben der 4, ne? Okay, rennen wir mal hier hinten an das Haus ran. Ohne dass wir gesehen werden natürlich. Und schauen mal. Auf jeden Fall ist da drüben der einer. Und der Rest, du. Das wäre jetzt geil. Aha, der hat ernsthafte Probleme, wie es scheint. Mission gescheitert, du musst ja. War das ohne der Typ oder was? Na klasse, dann nochmal eben. Wenn das schon der Typ war, aber dann müsste ich ja eigentlich alle mit dem Messer töten. Okay, nächster Versuch. Aber ich habe schon mal irgendwas mehr an XP bekommen. So, wenn der jetzt drüben nämlich weggeht, der dritte, der geht dann nach rechts weg, so wie ich das aussieht. Das heißt, wenn der nach rechts weggeht, kann ich hier hinterher rennen. Wenn das denn mal machen würde.
Also ich habe irgendwie einen schlechten Überblick, muss ich sagen. Ich gehe mal ein Stückchen weiter hoch hier, um mal zu schauen, wie es hier aussieht. Das kotzt mich gerade ein. Ich brauche nämlich mal einen Überblick. Aha, X. Ah, X ist Scharfschutzgewehr. Schön. Gut, ich sehe immer noch nichts. Aha, das da drüben ist, der Klaus Detlef, den ich umbringen muss wahrscheinlich, der so rumsitzt. Y. Was will ich denn jetzt mit der Map? Oh, Insel Paparazzi habe ich freigeschaltet. Ach nee, das ist der Klaus Detlef, den ich umbringen muss. Und das sind jetzt nur drei. Vier? Aha, stimmt ja, den hatte ich ja gerade mit dem Kopfschuss getötet. Aber das ist mir irgendwie wenig. Der rennt dort seine Runden. Auch schön. Dann rennen wir jetzt mal hinter diesen Busch. Gebüsch. So. Ist gerade hier niemand? Scheiße, mein Schwanz brennt wie Sau. Kann ich auch mehr Takedown machen? Oh. Jetzt kann ich einen Takedown machen. Verdammt. Jawohl, Erfolg. Ich habe ihn mit einem Messer getötet. Das reicht doch, ne? Das ist doch, passt doch. Bin ich zwar gestorben, aber ich habe die Aufgabe geschafft. Irgendwie war das ein bisschen sinnlos gut, aber ja. Wer es braucht. Gut. Kuh heilen. Ich brauche mal neue Spritzen hier anscheinend. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin auf dem Funkturm oben. Oh, da gibt's eine Kiste. Eine Kiste. Ich brauche nämlich Geld. Hat ja, glaube ich, schon gesagt, ne? Und die Kiste ist hier in diesem netten Kabuff drin. Jawohl. 53, das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Man könnte ja mit 1000 mal schauen. Und wenn man da 1000 Kröten zusammen hat, mal weiter Richtung Außenposten gehen. Die will ich ja noch alle freischalten und auch Parfümtürme habe ich ja noch offen. Also, dass hier nichts zu tun wäre, das stimmt nicht. Oh, wo sind wir hier gelandet? Ach so, an Walsadocks. Hier schießen sie gerade schon wieder rum. Oh, wie viele Aufgaben gibt es denn hier? Pfad des Jäger benutze, um Hirsche und hungernde Rakia. Für hungernde Rakia zu laden. Na, das können wir mal schauen. Ein neues Ziel bei. Na gut. Aber da kann ich ja wenigstens klein mit dem Auto direkt hinfahren. Hier mit meinem übelst genialen Teil, wo mal wieder ein bisschen Musik reingespielt wird, oder? Ja, wieder ein bisschen Musik. Für mich, für euch leider nicht. So ein Käse eigentlich. Es ist ja auch doof, dass die für das Spiel lizenzierte Musik nehmen. Ups. Weil ich bin ja wieder angearscht. Autsch! Mein Gott, was mache ich denn? Ja, Autofahren konnte ich noch nie. Falsche Waffenklasse ausgerüstet. Gut, also ich kann das mal hier, ja, Scharfschützenjagdhirsch. Ich muss wahrscheinlich auf diesen ollen Jagdstand oder was auch immer hier sein soll hoch und dann. Hurz, wo ist denn so ein Vieh? Ach, hier sind sie. Gut, schön. Dann halten wir mal den Atem an und sterben dabei nicht. Los. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Stehen bleiben, hätte ich gesagt. Ast rein. Das war der erste. Oh, die Tiere sind weg. Schön. Ja, kommt mal wieder zu Papi hier, ne? Fein. Ja, Fifi, komm her, komm her. Ach, jetzt rennt er zu schnell. Na, bleib stehen. Oh, da hinten steht ein Vieh. Da steht ein Vieh.
Es kommt. Ich halte doch schon den Atem an. Oder war das die falsche Taste? Nee, jetzt ist er hinterm Berg oder hinter Busch oder so. Auf jeden Fall sind wieder ein paar Tiere angerannt gekommen. Los, jetzt zeig dich. Hm, nein. Ich weiß ja nicht, ob ich hier durch den Busch durchschießen kann. Weil wenn ich jetzt wieder schieße, rennen die wieder durch die Kante und ich hab die Arschkarte. Los komm. Wo ist denn das Vieh? Ist immer noch so ausgegraut. Was für ein Schwachsinn. Ich kann das wieder gar nicht sehen hier mit deiner scheiß Spritze. Oh, da ist eins. Ich bin auch blind. Jetzt nochmal Atem anhalten hier, bevor du erstickst. Gut, das war das nächste. Sind nur noch drei. Schön. Ach, jetzt rennen die hier wieder wie aufgescheuchten Viecher. Das ist ja schlimm. Was ist hier eigentlich? Ach, das sah erst aus wie ein Hund, aber das ist auch so. Und das Ding fliegt gerade den Berg runter. Das kommt nicht mehr hoch, wie man vielleicht ganz leicht erkennen könnte. Neben diesem grässlichen Gras. Ruhig. Ach, schön. Ist hier drüben da was? Nein. Na, ja, das hinter der Pflanze und... Oh, doch, ich habe jetzt durchs Gras durchgeschossen. Aber das hier dürfte jetzt nicht werden, oder? Mal schauen. Du rennst sowieso... Ah. Zeig dich und... So, noch eins. Wo ist jetzt das letzte Vieh? Alles, was sich bewegt, darauf wird geschossen. Ja, da hinten bewegt sich was. Das ist aber irgendein dämliches Flimmern. Da braucht man nicht drauf schießen. Ja, schön. Was nu? Nein, das ist auch ein komisches Federvieh. Gemobbt. Wo ist denn dieses Vieh hingerannt? Ich weiß ja auch nicht, inwieweit ich das Missionsgebiet verlasse, wenn ich mich da hoch hinstelle. Aber ich glaube, das macht... Oh, eine Kiste. Nein, da nicht.